Wunderschönen guten Abend, willkommen zurück bei Night of the Dead, heute mit Tine Wittler. Ihr Abrissprogramm läuft schon auf vollen Hochtouren, nur das Aufbauprogramm wird noch ein bisschen dauern. Mit dabei ist der Yogi. Hello. Der ja im Prinzip, ich will es nur mal gesagt haben, schuld daran ist, weil er hat das Feuer gemacht. Ich hoffe, dass unsere Truhen unten nicht kaputt gehen. Aber die sind aus Metall. Die müssten ich gerade sehr interessant finde, dass eigentlich da oben die Truhen jetzt runterkommen. aber der Loot scheint noch da zu sein. Dann bau irgendwo hier draußen mal Kisten hin. Weil ich bin voll. Ich habe ein volles Inventar. Nützliches. Lagerkiste. Mir fehlen zwei Bretter. Kieran, ich brauche zwei Bretter. Haus. Hier, ich habe 9. Hier liegen 9. Und da liegen überall welche. Mein Gemüse, ja, das steht noch. Ich wollte doch gerade sagen, da stehen doch bestimmt irgendwo Blätter. Du meinst, ich hätte die weiße Flagge nicht hissen sollen. Das war so ein bisschen der... Das war das Omen. Das war das Omen. Hier steht schon mal eine Truhe. Ja, ich sammle hier drüben mal noch. Oh mein Gott, wir haben alles verloren. Du Scheiße, hier hinten liegt alles. Unser brennendes Haus rollt da hinten runter. Da hinten liegt noch alles. Das ist aber gut. Wir wollten doch eh da unten bauen. Das ist schon mal. Ist das Material schon mal da unten? Das Ding ist, im Prinzip haben wir das ja mit Absicht gemacht, weil es wurde zu langweilig. Ja. Kannst du die vielleicht auch noch aufwerten? Warte, dafür brauche ich erst Material. Es liegt doch genug rum. Ich würde tatsächlich, würde ich sie nicht aufwerten, sondern noch ein paar daneben bauen, aus dem einfachen Grund, weil billiger und ja, kein Eisen. Macht das. Sondern nur so ein bisschen Nägel und Scheiß. Und Saus. Nochmal vielen Dank im Voraus, also nochmal vielen Dank an die Person, die uns gewarnt hat, dass wir eben aufwerten müssen. Wir haben es versucht, aber ich glaube, im Endeffekt sind wir unsere eigenen Feinde gewesen. Es ist ein Zeichen der Zivilisation, dass mit steigender Erkenntnis und steigender Technik eben auch ein bisschen alles Selbstbestörung mit einzieht. Richtig. Es war unser Destiny. Achso, und du hast Endgame nie gesehen, hast du noch gesagt am Ende deiner Zeit. Nee, Endgame habe ich nie gesehen, tatsächlich. Echt nicht? Hast du Infinity War gesehen oder gar keine von denen? Nee, ich habe die ersten 2 oder 3 habe ich gesehen und dann... Alter, wir haben jetzt hier den ganzen Kistenfriedhof. Lulululala. Ja, was lernen wir? Also, was brennt denn hier? Wir haben Ingwer. Ach, unsere Schlafsäcke brennen. So, Brand gelöscht. Dein Beet glüht, das können wir aber wieder reparieren, glaube ich. Ja, aber im Prinzip brauchen wir es ja nicht mehr reparieren. Warum brennt es denn jetzt hier schon wieder? Hör auf damit! Ja, die Achswärme brauchen. Moment, da ist voll hier. Okay. Geh du mal hier looten, ich werde den Berg runtergehen und so Sachen holen. Die hier überall versprenkelt sind. Reparieren. Ich war eigentlich schon zufrieden mit unserem Haus. Ich fand das eigentlich ganz nett. Aua. Ich fand ja, ne? Ganz es war cool. gar nicht so schlecht. Ja, es war schon... Oh, jetzt ist dein Beet auch kaputt. Jetzt ist es auch kaputt. Ja, es ist halt auch nochmal Feuer gefallen. Warum auch immer, es war schön am Glühen, habe ich gedacht, gut. Hast du drauf gepustet? Nein. Das sind hier Unterstellungen. Ja, also hier unten liegt quasi jetzt alles. Ja, dann räumen wir doch schon mal Platz, dass wir Platz für eine neue Base da unten haben. Aber die Fallen konnten wir nicht upgraden, oder? Nein, die gingen nicht upgraden. Das heißt, so oder so sind Fallen eigentlich kacke, weil die Feuer fangen können. Ja, das heißt nur, wir dürfen halt nicht zu sehr mit Feuer spielen. Ja, dann komme ich jetzt auch mal da runter. Bringen wir ein bisschen Holz mit.
Ja, und dann am besten direkt anfangen mit neuem Fundament bauen. Fundament bauen, Ich genau. meine, wir wollten ja neu anfangen, so ist es nicht. Eben, ich habe lange nichts mehr geupgradet. Das finde ich, wird jetzt auch mal wieder Zeit. Äste, Seile brauchen wir bestimmt auch. Ich Ranken. finde es doof, dass man nicht mit der Maus unten durchscrollen kann. Ich hoffe natürlich, es gibt Mitleid von euch, oder es hat welches gegeben, Ja, aufgrund so der Mitleid. Ereignisse. Oh, ein Zombie hinter mir. Bring ihn um. Klappe, ich habe keine Lust auf dich. Er ist mitschuld an unserer Misere. Ah, Fettschellen. ich hab noch 4 Schuss. Krieger hat noch ein paar mehr als 4. Ich höre das schon. Ja, ich musste die Wut jetzt an dem Ding rauslassen. So. Na, guck mal, hier ist doch alles schön ebenerdig. Draußen bei uns schreien irgendwelche Kinder rum, als wenn denen ihr Haus auch brennen würde. Ich habe das immer noch nicht ganz verkraftet. So, ich habe das Fundament direkt mal ein bisschen höher gesetzt, dann können wir auf jeden Fall alles auf eine Ebene kriegen. Wir kommen halt nicht hoch. Machst du jetzt erst das Fundament für unser Lager oder für die Fallen? Nee, komm mal kurz her, bitte. Ja, Moment. Ich will gerade den Baum noch mitnehmen. Da bist du. Sollen wir direkt auf so eine Höhe gehen? Für unser Lager meinst du jetzt? Für mir egal was. Oder soll man ein bisschen tiefer gehen, weil das ist Also jetzt im für die Nachhinein. Fallen, würde ich nicht so hoch gehen, weil wir müssen ja dann noch überall Treppen hinmachen. Ja, nee, also auch fürs Lager. Weiß nicht, ob so hoch, weil dann können wir auf jeden Fall eine große Fläche bauen ohne Probleme. Naja, dann, ich nehme an, dass wir, machen wir das Lager eigentlich etwas weg von unseren Fallen oder machen wir das integrieren? Das ist halt eine gute Frage, ne? Weil ich meine, wenn wir das Zentrum des Ganzen als Lager nehmen und außenrum überall Fallen hinbauen, kann das in der Mitte ja höher gehen. Das muss halt auch geupgradet werden bis zum Maximum. Ja gut, aber das ist ja kostenmäßig, ist das ja scheißegal, weil egal ob jetzt hoch oder nicht hoch, es kostet ja erstmal gleich viel. Hast du zufällig Nägel einstecken? Nein, ich habe aber Eisen. Doch, ich habe 40 Nägel. Liegen hier Okay, am Baum. dann schmeiße ich jetzt kurz mal das Plastik da raus. Ich nehme jetzt mal alles und gucke, was passiert. Habe ich Nägel? Ja. Weil natürlich brauchen wir auch erstmal eine Treppe noch da hoch. Also dementsprechend haben wir natürlich jetzt erstmal Folgendes vor. Bis zur Das nächsten nennt man's. Horde. Wir müssen alles bauen. Wir haben nichts mehr. Das ist korrekt. Das hast du gut erkannt, Krier. Danke. Ich habe meine Momente. Haha! Ich werde jetzt auch hier erstmal wieder eine Holztruhe hinstellen, dass ich da einfach Holz reinschmeißen kann. Grundfläche genauso wie oben auch, oder wollen wir was anderes machen? Ich würde sagen, wir machen es anders, damit es sinniger ist. Okay, aber 2 breit sollten wir auf jeden Fall wieder gehen. Ich meine, wir sollten aus den Fehlern, die wir oben gemacht haben, jetzt lernen. Gut, dann müsstest du eigentlich bauen. Wieso? Du weißt ja, wie es aussah. Ja. Ein Problem ist zum Beispiel, wir müssen genug Platz einkalkulieren für das Ausweiten der Tische. Wir wollen die ja alle maximal haben. Das ist korrekt. Und wir müssen einkalkulieren, dass wir neben den Tischen Platz für Truhen brauchen, worauf wir zugreifen müssen. Wir hatten oben war 1, 2, 3, 4, 5 breit und 2 tief.
Das heißt, ich würde tatsächlich, würde ich wieder 5 breit machen und aber 3 tief. Mach einfach mal. Ich bin aktuell der Holzhacker Jack. Sehr gut, sehr gut. Und die Frage ist halt, ob Treppe mittig oder Treppe an der Seite. Du. Haben wir nämlich Platz auch für eine Treppe nach oben? Ja, die Treppe, die sind mal, wenn wir wollen ja auch wieder hohe Etagen bauen, oder? Ja, Ich würde dann also oben allein. halt dann vor allen Dingen Pflanzen anbauen wollen, Gemüsegärten, dass wir die sicher vor Zombies haben. Also jetzt rennt aber wirklich Ja, die Zeit gegen uns, gell? es ist brutal. Was kostet hier so ein Upgrade? Nein, 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 okay. Gut, das heißt, erstmal brauchen wir unsere Material, Fußbodenmaschine da. Maschinentisch, Ausrüstungsfertigungstisch? Nein, Materialverarbeitungstisch war das. Da brauchen wir Eisen für. Können wir aktuell eine Holztruhe bauen? Nicht Kunst hier, Mauer, Fußboden, Treppe. Nützlichkeit. Da brauchen wir ein Plastik für. Liegt da vor der Treppe. Ja, ne? Wollte auch gerade sagen, ich habe doch irgendwo eins hingeschmissen. Hast du schon irgendwo eine Kiste oder? Nee, das ist gerade der Plan, damit ich das Holz zumindest mal hier lassen kann, weil Ja, ich weil ich brauche habe jetzt Dinge auch von oben. hunderte von Baumstämmen bei mir. Ja, ich kann die Kirsche noch essen, da kann ich das Ding hier noch auseinandernehmen. Wobei, dann wir machen direkt mal ein bisschen was anderes draus. Kunst kochen, nein, ich will hier weiter. Mauer. Wand mit Durchbruch. Kostet die genauso viel? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Okay. Ja, ist so rum jetzt richtig oder andersrum? So, mein Inventar ist jetzt voll. Ich versuche gerade noch rauszukriegen, wie die Wand richtig rum ist. Ist das nicht egal? Ich weiß es nicht. Was brauchen wir denn zum Upgraden? Nägel, Zement und Ziegel. Sieht die von beiden Seiten gleich aus? Ich würde auf das Aussehen erstmal nichts geben. Wichtig ist, dass wir hier einen Rückzugsort haben. Okay. Ich gucke mal, ob ich vielleicht schon Schlafsäcke machen kann. Die dürften oben noch liegen. Ach so. Kannst du erstmal irgendwo eine Kiste hinstellen? Ja, das war mit der Grund, warum ich erstmal die Wand machen wollte, dass ich einen Platz habe, wo ich Kisten sinnvoll platzieren kann. Warte, Kiste, Licht, Nützlichkeit, Lagerkiste, bauen. Ich nehme an, dass hier komplett in die Ecke ein Tisch soll, oder? Ja, Oder hätte ich jetzt willst auch du einen gedacht, mittigen Tisch das und in die Ecke kippen? Wir könnten in die. Wenn wir die Ecken heißt. Kisten machen, kommen wir nicht mehr von hier auf zugreifen, wenn wir rechts und links Tische machen, oder? Genau, also ich hätte eher hier in die Ecke halt einen Tisch gemacht und hier Dann, daneben dann Kisten. ja, Das dann heißt, ich hier würde die erste Kiste Kiste, jetzt erstmal hier Kiste hinstellen. und dann wieder Tisch, Kiste, Kiste. So, und jetzt muss ich Zeug holen, weil Kiste ist, ne? Ende Kiste. Ich schau dir mal das ganze Holz rein, was ich habe. Jo, ich renne jetzt mal hoch, wenn meine Ausdauer es zulässt. Das Messer in die Hand, das reicht ja. Bin ja auch ein bisschen schneller unterwegs. So, dann werde ich noch mehr Bäume fällen, weil ich glaube, wir brauchen erstmal Holz, oder? Ich glaube tatsächlich, Holz ist weniger das Problem, eher Steine vielleicht sogar. Okay, dann gehe ich mehr auf Steine. Oder direkt Eisen. Also das dürften so die Eisen habe ich beiden. ein bisschen was schon geholt. Okay. Aber oben sind ja auch. Ich muss halt die Kisten durchgucken, wo was ist, weil das weiß ich wirklich nicht. Ja, das werde ich auch. Werde ich auch tun müssen so.
Plastiknägel, das will ich haben. Seile will ich haben. Hier Steine, Eisen, Plastik. Stoff dürfte ich aktuell nicht brauchen. Felsbrocken hört sich gut an. Nägel, Plastik. Oh, Stein und Zement nehme ich auch. Mhm. So, was brauche ich denn für den Bearbeitungstisch? Schienentisch, Werkbank, Materialverarbeitung. Ah, da brauche ich noch das Eisenpulver. Das dürfte eigentlich, ja. Nehmen wir mal alles mit, was hier noch geht. Geht nichts mehr. Mhm. Knochen brauchen wir nicht. Können wir Eisen für mitnehmen. Benzin brauchen wir aktuell auch nicht. Können wir Eisen für mitnehmen. Holzschild haben wir noch nie gebraucht. Was ist das? Taubenknochen braucht auch kein Mensch. Habe ich irgendwas hier, was ich essen kann? Oben in der Kiste ist genug Essen. Also sowohl rohes Gemüse und Obst, als auch ein bisschen was Gebratenes. Oh ja. Kann ich dich nicht hacken? Doch jetzt. Nope, hier ist es nicht. Da ist es. Komm, erst nochmal ein paar Pilze. Okay, die Pilze erhöhen aber nicht mein allgemein Ding. Interessant. Nee, dafür brauchst du Fleisch. Ah, das geht nur mit Fleisch. Wir haben halt irgendwo, ich weiß nicht, ob du die Wurst schon gegessen hast. Die habe ich schon gegessen. Die war in der Hordennacht. Ich hätte noch fällig. Eine. Fällig. Eine war in dem Schrank, in der Truhe drin. Ja, vielleicht habe ich auch beide gegessen, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auf Anhieb keine gesehen, sagen wir es mal so. Und ich würde nicht ausschließen, dass ich mehr als eine gegessen habe. In der Hoffnung, dass es mir dann besser geht. Die Scheiße ist halt, wenn die einen am Boden festpinnen und der Rest mit drauf einschlägt. Ja, die nächste Horde wird interessant. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also was wir jetzt auf jeden Fall wissen, ist, wir müssen die Fundamente und die Außenwände upgraden, damit sie feuerfest sind. Das ganze Ding muss feuerfest sein, also. Ich glaube auch wahrscheinlich kann der Flammenwerfer durch Fenster oder so, kann der wahrscheinlich auch irgendeinen anderen Scheiß anzünden. Wo sind denn jetzt die Maschinchen? So, hier kann ich noch keiner, das heißt, ich muss den mindestens einmal upgraden. Yay. Nein, dich will ich. Warum kann ich den jetzt nicht upgraden? Ja, Upgrade benötigt, ich weiß. Ah, ich muss weiter wegstehen für das Upgrade, okay. Hast du zufällig 20 Blätter einstecken? Ja, hab ich. Und die bräuchte ich einmal. Ja, ich hau den Baum noch durch, dann bringe ich dir auch Stein. Oder du kommst her, das geht auch. Bin hier. Liegen da auf dem Stein. Jetzt sind sie nach rechts weggeflogen. Hier irgendwo. Da liegen sie. Da. Sehr schön. Weil wir brauchen natürlich bearbeitete Ziegel und die gibt's nur mit der geupgradeten Version und die gibt's nur mit Blättern. Huiuiuiui. Aktualisieren. Ich würde trotzdem wieder um unser Haus rum dann auch Stampfer machen. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Aber nee, diesmal wirklich rundherum. War gefühlt doch recht effektiv. Ich habe jetzt Steine, wenn du welche brauchst. Ja, schmeiß hin, ne? Also. Alles, was ich an Stein und Eisen habe, gebe ich dir mal. Liegt alles hinter dir. Danke dir.
Kein Platz mehr, dann können wir upgraden, auch gut. Aktualisieren. Aktualisieren. Das Problem ist, soll nicht die nächste Wave auch die sein, wo angeblich hier die Explodierer kommen? Haben wir ein Problem. Ja. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir ein Problem haben. Richtig. Naja, wie es allerdings weitergehen wird, seht ihr erst beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Night of the Dead. Bis dahin euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Haut rein, bye bye.